Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, in der letzten Episode hatte ich die Idee, Fritz Randolph zu betäuben. Und zwar... Das duftet. Ja, wir haben ja... Wo ist das hier? Hier. Betäubungspfeile von Schnitzler. Mega stark. Wirken sofort. Genau. So, wir könnten... Nein, das Ding soll später nicht nach sonst was Essenz riechen. Okay, also das war jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, ich baue sowas wie, Pfeifentabak. Aber ich kann vielleicht ohne Tabak. Pro, wenn Fitz Randolph das Beruhigungsmittel einatmet, schläft er ein. Ja. Und warum machen wir das nicht? Sollen wir das mit Pistole machen? Zu brachial. Als Dame muss ich diskreter sein. Diskreter? Wie meinst du das, diskreter? Oh, Moment. Sie gehört Adrian. Du meinst... Gut, ich werde die Flüssigkeit aus ein paar von denen extrahieren. Ich kann aber gut schätzen. Sie ist mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt. Okay. Also ihm können wir nicht machen, der ist ja, ne, der hat ja hart wie Stein. Wird das so funktionieren? Die macht es. Das ging aber schnell. Liz hatte den ersten Schritt ihres Plans vollzogen. Würde es ihr gelingen, das Gehirn zu rauben und dann zu flüchten? Eine Rede über die Neuausrichtung der MKO. Es scheint, er will sie morgen halten. Ich werde später einen Blick darauf werfen, wenn ich von hier geflohen bin. Warum nicht jetzt? Ich habe einen kurzen Blick darauf geworfen. Sie scheint über die Neuausrichtung der MKO zu sein. Ich werde sie später lesen, nachdem ich geflohen bin. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Von Minute zu Minute schlimmer. Ja, ist das so eine Geschichte wie, die Frau im Bett Migräne bekommt? Oh, es tut mir leid, Schatz. Ich habe Migräne. Oder hast du echte Kopfschmerzen? So, der ist jetzt K.O. Er ruht. Kein Mucks. Okay, mit ihm kann man nichts machen. Ja, was ist mit dem Tresor? Es ist an der Zeit, den Kühlschrank zu öffnen. Ja, wenn du das sagst. Das klingt nicht gut. Ja, was denn jetzt? Ist es offen? Ja, klar. Würde das reichen? Nichts. Und ich habe keine Lust, Nummer 12.464 zu probieren. Okay, also wir müssen... Kombination finden. Ich bin nicht hergekommen, um Gemälde zu rauben, sondern ein Gehirn. Ich habe zu Hause genug Bilder. Fast alle von Queenie, meiner schönen Schwester. Gut. Hier war ja nichts mehr, ne? Skier, Skistöcke, Stiefel, Schneeschuhe, alles Mögliche. Das kann man nicht malen. Ich mag das Spiel nicht. Okay. Gut, also hier ist es auch nix, okay. Da unten ist einer dieser ungehobelten Roboter, die mit Dr. Pausbacke befreundet sind. Genau, und der lässt uns nicht runter. Entweder ist das so gemacht,
Also wir können sowieso, egal was wir tun, da nicht runtergehen. Oder wir müssen wirklich uns was ausdenken. Okay. Ich tauge nicht zur Köchin. Das sollte Adrian zu... Okay, ist gut. Er ist faltbar. Man sieht es nicht, aber ich weiß es. Er erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter, aber in klein. Ich wusste, er war klappbar. Liz, du bist genial. Ich wusste es auch. Ja, genau. Was ist eigentlich mit unserem Balkon? Wir können eigentlich die Kuppel... Nee, weg damit. Hier, das ist der Haken. Damit öffnet man die Balkonkuppel, falls... Was? Entschuldigung. Damit öffnet man die Balkonkuppel, falls das Ding so funktioniert wie im Zeppelin des Abenteurers Jack Simmons. Ich habe ihn neulich interviewt. Gut. Ich glaube, wir haben was Passendes. Und hier? Ist lang genug, hoffentlich? Mit dem Skistock könnte ich ihn erreichen. Aber ich brauche irgendwas Zusätzliches, mit dem ich den Ring dann ziehen oder drehen kann. Oder was auch immer man damit machen muss. Verstehe. Ich fahre nicht gern Ski. Warum nicht? Weil man bei der Menge an Sachen, die man tragen muss, Ewigkeiten braucht, um aufzustehen. Und hinfallen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn die Gürtelschnalle offen wäre, könnte ich sie benutzen, um sie an der Tür einzuhaken. Ist sie aber nicht. So, du brauchst einen Haken. Da sind Schokoreste dran. Aber ich werde gar nichts von diesem Zeppelin essen, auch wenn ich vor Hunger umkomme. Vernünftig, aber... Ich habe was anderes gesehen. Haken. Ich weiß nicht warum, aber das wird sich als schierer Blödsinn entpuppen. Ja. Ein riesen Blödsinn. Sieht aus wie irgendwie Piratenhaken, oder? Das Ding ist zum Skifahren nicht mehr zu gebrauchen. Und als Backform für Spritzgebäck auch nicht. Mit dem Skistock und dem Halter der Backform als Haken werde ich am Ring ziehen, ihn drehen oder das tun, was man damit tun muss. Drehen. Wenn ich es schaffen sollte, werde ich mir die Fingernägel knallblau lackieren. Yeah, baby! Es funktioniert. Also? Nein! Was? Warum hat denn das geklappt? Ich habe keinen Nagellack dabei. Oh. Das Beste ist, dass ich jetzt einen Fluchtweg habe. Ich werde zum Laufsteg runterspringen und mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Der, mit dem Dr. Pausbacke mich hergebracht hat. Noch etwas erledigt. Freute sich Liz glücklich, dass alles gut lief. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Verdammter Nagellack. Was habe ich euch nur angetan? Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Haltet ihr euch für besser als... Warte mal. Was ist das dort unten auf dem Boden? Es ist ein... Warum kann ich dieses eine Wort nicht aussprechen? Egal. Der Name ist gleichgültig. Es wird mir zum Flüchten sehr nützlich sein. Was ist gerade passiert? Mit wem hast du gesprochen? Was ist, hast du mit uns oder mit deinen Fingern gesprochen? Und was hast du da unten gesehen? Was ist denn da? Er führt zu dem Fahrstuhl zum Boden rüber. Ja, dann geh runter. Spring. Ich werde darüber flüchten, nachdem ich Big Orberts Gehirn gestohlen habe. Ach so. Ach so. Okay, aber. Wie kriege ich den Tresor? Aber ohne die Kombination kriege ich dann das Gehirn aus dem Tresor nicht. Ich glaube, das ist sinnlos, hier irgendwas auszuprobieren.
Liz, lass gut sein. So. Küche? Nein, zu viele Roboter. Okay. Nein, da drin ist Adrian und kämpft mit seinen Dämonen. Ich glaube, der ist tot. Die Elektronik ist eingefroren. Da muss doch unten was sein, oder? Halt, Fremde! Komm schon, lass mich durch. Hast du mein Dekolleté nicht gesehen? Hast du da vielleicht einen Sheriffstern dran? Nein. Also, zieh Leine. Huch, im Western klappt es immer. Ich dachte, die Sache mit dem Dekolleté würde mir mehr Vorteile bringen. Okay, ja. Service waren wir vorbei. Die sieht Stacy ähnlich, meinem ersten Babysitter. Sie hat manchmal Rollschuhe benutzt. Das verstehe ich nicht. Gürtel. Fallschirm. Vielleicht. Vielleicht was. Ich werde das Gehirn rauben, egal wie. Egal wie. Wenn zwischen der Tür und dem Rahmen eine Spalte wäre, könnte ich die Klinge reinstecken. Aber nur, um festzustellen, dass es nicht so einfach ist. Aber ich hätte trotzdem Lust dazu. Oh, ich auch. Ja, mir fällt aber jetzt nichts mehr ein. Aber man braucht es nicht gleich kaputt zu machen. Naja, aber es sollte was versteckt sein. Nein, man hat mir beigebracht, Kunst zu achten. Finde ich vernünftig. Aber ich brauche den Code. Froh, es würde Kerben kriegen und ich hätte ein tolles Brotmesser. Aber ich habe weder Brot noch Hunger. Ach, Liz. Liz, gib mir einen Tipp. Ist eine Etage tiefer. Warum willst du da nicht runter? Ich werde darüber flüchten, nachdem ich Big Orberts Gehirn gestohlen habe. Okay. Ja, aber... Ohne die Kombination, wie soll das denn gehen? Ich habe eine Schule für höhere Töchter besucht. Ich mache keine Fotos kaputt. Ich habe es ins Herz geschlossen. Aber wie viele Kopffedern hat der denn? Ich dachte, malaiische Argusfasanen hätten nie mehr als 7. Ich würde ihn liebend gern streicheln, aber wenn er aufwacht, Pfote ab. Pistole. Gewehr. Gewehre. Plural. Von hier willst du wirklich nichts? Die Stiefel sind schön. Aber sie passen nicht zum Kleid. Ja, klar. Frauen und Stiefel. Du bist schlecht gelaunt, weil man dich ausgestopft hat. Aber es gibt keinen Grund, warum die anderen dafür bezahlen müssen. Okay,
Lass uns irgendwas mit den Zensur machen. Das kann doch nicht sein, ja. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Was könnten wir machen? Servicewagen. Ich habe... Was? Ich entschuldige, mein Finger ist auf dem Taste. Oh, ist das Ding schwer. Ah, du willst den ganzen Tresor klauen, mitten gehen? Okay. Dank der Räder kann ich ihn überall hin bewegen. Aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Außerdem, wenn ich ihn schiebe, könnte er vom Servierwagen fallen. Und bei dem Gewicht kriege ich ihn nie wieder hoch. Ja, ich verstehe dich. Okay, hier. Hilft dir das? Ja, damit kann ich verhindern, dass der Tresor herunterfällt. Gut. Und sitzt fest. Jetzt bewegen? Ich bekomme allmählich ein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Allerdings fehlt dem Tresor noch etwas. Aber was? Hä? Was soll ihm da fehlen? Er ist mit dem Gürtel am Servierwagen vertäut. Ich bekomme allmählich ein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Allerdings fehlt dem Tresor noch etwas. Aber was? Moment. Der Tresor ist auf dem Servicewagen. Die Katzen bewegen, wohin du willst, sagst du. Ihm fehlt noch was. Was soll ihm denn noch fehlen? Ich lege ihn auf gar keinen Fall an. Okay, ich weiß, was du vorhast. Jetzt weiß ich, okay. Die Gürtelschnalle wird helfen, ihn ganz einzuhaken. Eingehakt. Okay. Ein Servierwagen mit Rädern, Gürtel, Fallschirm. Da habe ich was zusammengebaut. Okay, und wenn ich mich nicht täusche, wirst du ihn jetzt durch den Balkon schmeißen, oder wie? Ja. Die Zeit ist reif, den Kühlschrank zu öffnen. Und auf diese Weise stahl Liz Big Alberts Gehirn aus dem Zeppelin. Dan machte vielleicht ein Gesicht, als er sie ankommen sah. Ach so, habe ich da etwas noch nicht erklärt? Na dann, Entschuldigung. Mein Gedächtnis. Wow. genau. Wieso lacht er denn? Oh, Motorrad da hinten, Freund. Liz? Liz, wer ist Liz? Warum müssen immer wir Gehirn mitbringen? Murray! Wo hab ich nur meinen Kopf? Das habe ich ja schon erzählt. Egal. Nachdem Fly Big Albert wieder zum Leben erweckt hatte, erzählte er, warum er in Fitzrandorfs Büro eingebrochen war. Na endlich. Chips. Celsius steckt sie in die Gehirne seiner Schauspielermonster, damit sie ihm und Fitzrandolph gehorchen. Seltsam. Es sind
Ihr müsst sie euch wie kleine Musik-CDs vorstellen, die durch das Ohr ins Gehirn eingeführt werden. Sie wiederholen ständig, was darauf aufgenommen wurde. Etwa, Fitz Randolph ist dein Meister. Das passt nicht ganz. Veranstaltet Willy das alles nur, damit die Monster Familienfilme drehen? Da muss noch was anderes dahinter stecken. Liz war gerade im Begriff, dieses etwas andere zu entdecken. Aber wegen der immer stärker werdenden Kopfschmerzen und ihrer Konzentration auf das Buch hörte sie die Tür nicht. Ich bedauere, dass ich Sie unterbrechen muss, meine Herren, aber wären Sie so freundlich, mich zu begleiten. Liz! Lauf weg! Weg! Lauf! Meine Kopfschmerzen sind auf einmal weg. Herr Fitzrandolph, wie schön. Keine Sorge, Dan. Herr Fitzrandolph bringt alles in Ordnung. Fitzrandolph mag mich. Fitzrandolph mag uns alle. Oh. Entspannen Sie sich, Harry. Ja, Chip. Bald werde ich Ihnen einen Chip ähnlich dem von Miss Allaire einsetzen. Ich warte hier auf dich, Dreiauge. Celsius ist auf dem Holzweg, wenn er meint, dass ich hier gefesselt abwarte, bis er mir einen Chip verpasst, sagte sich Dan. Was für ein Typ. Sein Freund, das Insekt, wird warten müssen. Ich habe noch keinen Chip für Moskitohirne entwickelt. Celsius! Keiner schafft es, mich so irritierend zu verärgern wie er. Beruhige dich, Kleiner. Die Meisterschaft gewinnen wir. Okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt Prinz Randolph mit Hilfe von was? Dr. Celsius haben Chips entwickelt, um die Monster gefügig zu machen. Oder als Zombies, Sklaven. Die Frage ist, ob Prinz Randolph, ob das seine Idee ist oder ob der auch einen Chip hat. Also ob der auch vielleicht, das gar nicht seine Idee ist, sondern eher ein Gefangener. Okay, lass uns erstmal hier irgendwie flüchten. Das muss einem von Celsius Robotern gehören. Was? Wo? Noch bin ich gefesselt, aber sobald ich mich befreit habe, wird es beim Home Run auf Celsius Kopf helfen. Damit hat Celsius Fleiß Käfig hochgezogen. Meine Hände und Füße sind gefesselt. Ja, okay, ich verstehe dich. Ich bin der Lösung auf der Spur. Hebel, Bein, mehr ist hier nichts. Celsius hat ihn dort eingesperrt, um ihn zu demütigen. Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? Celsius hat dich ja... Celsius hat dich ganz schön überrumpelt, oder? Das Schlimmste ist, dass ich meinen Spucknapf nicht dabei habe. Wieso Spucknapf? Ich weiß nicht, welche Spucke du meinst. Ich weiß aber, dass ich nichts davon hören sollte. Trotzdem, genau. Erklär mal. Wenn ich mich ärgere, spucke ich. Es ist so, Murray. Meine Spucke ist ätzend, wie die von Fliegen. Es ist eine Art Säure. Wenn man mich ärgert, bildet mein Körper eine Art ätzende Spucke. Oh. Als Verteidigung gegen den Grund meines Ärgers. Ätzend? Inwieweit? Nicht so stark, um das Metall des Käfigs zu zersetzen, aber genug, um dir die Hosen wegzuätzen. Faszinierend. Ja, das ist wirklich faszinierend, denn ich glaube, das ist ein Hinweis, dass du mit deiner Spucke unsere Fesseln schmelzen kannst? Wegätzen kannst? Wie rufe ich Celsius? Was ist? Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Wie der Chip gefertigt wird, wie er ins Hirn kommt, wo er angebracht wird, wie er funktioniert. Also praktisch alles. Armer Celsius. Armer? Murray, das größte Problem von Wissenschaftlern wie Celsius ist, dass sie ihre Erfolge in keiner wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen können. Deswegen müssen sie Kollegen wie mich entführen, um mit ihren Fortschritten zu prahlen und verstanden zu werden. Ach so, okay. Glaubst du, dass du den Chip von Liz entfernen kannst? Möglicherweise. Es wäre riskant, aber ich denke, dass ich ihn sauber aus ihrem Gehirn entfernen kann. Ja, hoffentlich.
Warum präpariert er zuerst meinen Chip und nicht deinen? Weil er für ein Monster eine andere Art Chip braucht. Aber da ihr Nicht-Monster euch alle so ähnlich seid, wird er dir dasselbe Modell einpflanzen, das er für Liz benutzt hat. Mhm. Wie sieht es mit deiner Zielgenauigkeit aus, alter Brummer? Ich bin der zweitbeste Spucker des Pendleton Club. Spuck mich an. Was für ein Typ. Wie könnte ich dich anspucken? Zielgenau. Ich möchte, dass deine ätzende Spucke die Fessel meiner linken Hand zersetzt. Aber das ist ein großes Risiko. Und wenn ich daneben spucke? Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich hätte noch meine Rechte, um dir mehr als die Nase zu brechen. Zurück zum Punkt. Irgendetwas funktioniert hier nicht ganz. Ich habe das Bedürfnis, einen verdienten Wissenschaftler zu fragen, ob er den Unterschied zwischen Hand und Fuß nicht kennt. Bedauere, Murray. Du bist zu weit weg. Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? Spuck mich nochmal ins Luft. Jetzt ist es an und spuck ins Gesicht. Ich rufe jetzt Celsius und du spuckst ihm ins Gesicht. Einverstanden? Murray, ich bin Forscher und kein Killer. Kein Wort mehr darüber. Außerdem blieben wir trotzdem gefangen. Jeden Moment könnte jemand reinkommen, Celsius sehen und unsere Lage wäre noch schlimmer. Ah, das stimmt. Hat Fitz mich vorgeschlagen? Hat Fitz Randolph dir nie vorgeschlagen, etwas Illegales zu tun? Niemals. Und das, obwohl er einen Freund hat, der ständig solche Dinge vorschlägt. Erzähl weiter. Er sagte mir, stell dir vor, ich hätte einen Freund, der dir vorschlagen würde, manipulierende Chips zu entwickeln, die man den Leuten ins Gehirn einpflanzen könnte. Was würdest du ihm antworten? Ich sagte ihm, dass das moralisch verwerflich ist und dass ich glücklich war, dass sein Freund nur imaginär sei. Faszinierend. Was hat Celsius erzählt, wenn er damit mich gefesselt hat? Was hat dir Celsius erzählt, während deine Roboter dich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Wie der Chip gefertigt wird. Ja, okay. Entspann dich. Okay, er hat unseren Bein gelöst. Ah, genau, der Hirbel. Meine Hände und Füße sind gefesselt und... Nanu, Eigentor. Kommt er nicht weiter runter? Messerscharf erkannt. Ah, okay. Der ist ja tiefer. Hallo, jetzt kannst du vielleicht Brummer. Besser ziehen. Was gibt's, Murray? Spuck mich an. Spuck mich nochmal an. Sau. In Ordnung. Von hier aus kann ich es versuchen. Nein, ich kann es nicht. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Spucke mehr, Murray. Mein Mund ist völlig trocken. Okay, entspann dich. Ja, aber warte mal, das ist doch kacke. Treffsicherheit ist nicht sein Ding, was? Bedauere, der Käfig kommt nicht weiter runter. Er muss doch... Hallo, alter Brummer. Was ich, gibt's, Murray? Nicht gesagt, wir müssen ihn beleidigen. Spuck mich nochmal. Wie viele Leute haben am Spuckwettbewerb des Pendleton Clubs teilgenommen? Habe ich dir gesagt, dass ich Zweiter wurde? Ja. Wie viele? Können wir nicht das Thema wechseln? Ich werde dich... Ah, da. Ich werde dich schonungslos ärgern. Mach es dir gemütlich. Deine Intelligenz ähnelt deiner Statur. Intellektuell gesehen bist du ein Zwerg. Ich kriege langsam Bauchweh vor lauter Lachen. Das funktioniert Wenn die nicht. Proportionen bei dir stimmen, hast du keinen Liebespinsel, sondern einen IKEA-Bleistift. Wie peinlich, aber was für ein Typ.
Riechst du so, weil du nicht geduscht hast, oder liegt das an deiner Ernährung? Erinnerst du dich nicht, dass ich heute Nachmittag geduscht habe und dass wir beide Pizza gegessen haben? Meine Beschreibung deiner Mutter beinhaltet ein Dutzend übelklingender Worte. Was für ein Typ. Eine Fantasie hast du. Kann ich denn die Leute nur verärgern, indem ich Autos demoliere? Sieh zu, dass dir die Spucke nicht wegbleibt. Gut, meine Freunde. Diese Folge ist leider zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt einen schönen Tag.